Wenn ein Trend einmal etabliert ist, dann kann er lange halten. Und beim Ölpreis sehen wir schon seit mehr als 2 Jahren einen ziemlich klaren Aufwärtstrend. Matthias Hüppe, wie lange geht das denn noch weiter nach oben? Ja, das ist die große Frage, die sich alle stellen. Also es gibt ja schon erste Analysten, die kommen jetzt so ein bisschen mit den 100 US-Dollar daher. Andersrum, wir sollten uns auch mal erinnern, es gab ja mal Zeiten, wo wir unter 30 US-Dollar das Brent waren. Da gab es sogar mal die Zahl 0. Ölpreis würde auf 0 fallen. Also man muss ein bisschen mit den Extremen aufpassen. Wenn man aber versucht, das Ganze über die charttechnische Ebene, also die technische Analyse anzugehen, dann kann man ganz gut da eine Prognose abziehen, wo der Ölpreis zumindest die nächsten Etappen hingehen. Das können wir uns vielleicht mal in dem kleinen Chartbild anschauen. Da ist es noch ein bisschen einfacher. Also hier haben wir das mal seit Januar 2018. Und wir sehen schon, wir hatten mal im Mai hier so eine Korrektur im Ölpreis. Da gab es dann so ein bisschen Unsicherheiten. Und hier bei etwa 76,40 wurde diese Korrektur, das nennt man eine Flagge dann, nach oben aufgelöst. Und das ist ein positives Signal. Und wenn man das überträgt, diesen Unterschied nach oben, dann haben wir so ein Kursziel von etwa 87 US-Dollar, den man jetzt daraus ableiten könnte. Aber ganz wichtig, das ist natürlich nur ein Kursziel. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Bei 80 US-Dollar sollte man schon wieder ein bisschen vorsichtig sein. Und dann spätestens, wenn man hier wieder auf diesem Niveau ist, irgendwo bei 76, dann könnte es durchaus wieder ein Zeichen sein, dass der Ölpreis einen Rückwärtsgang einlegt. Also heißt das, der Ölpreis wird demnächst weiter steigen? Oder gibt es auch Argumente, die einem weiteren Anstieg entgegenstehen? Also auf der technischen Ebene, muss man sagen, sind die Argumente eher überwiegend für einen ansteigenden Preis. Dann kommt man natürlich auf die fundamentale Ebene, guckt natürlich, was ist die Nachrichtenlage. Jetzt muss man sagen, die OPEC hat ja jetzt gegen sich eine Erweiterung der Erdölproduktion ausgesprochen, was natürlich dann heißt weniger Angebot, was auch immer für einen steigenden Preis sieht. Das hat man auch in der Reaktion hier deutlich gesehen. Zum anderen haben wir natürlich auch das Thema der Iran. Die USA hat natürlich interveniert gegen den Iran und man sagt so, der Iran bringt 1 bis 1,5 Millionen Barrel normalerweise pro Tag an den Markt, die dann auch weggehen, was natürlich auch nochmal das Angebot verknappt. Und last but not least sagt man natürlich so ein bisschen, naja, wir haben ja die USA mit dem Fracking-Öl. Da ist es so, da sieht man auch nicht, dass dort mehr jetzt Bohrlöcher erschlossen werden. Und man hat natürlich nochmal den Punkt, wenn es in den USA ist, es nach Europa zu kriegen, ist sehr schwierig. Dort gibt es nicht Pipelines etc. Man sieht es auch, das WTI ist ca. 11, 12 Dollar günstiger. Mhm. Das liegt einfach aufgrund der Tatsache, dass der Transport halt sehr teuer und sehr schwierig ist, um das Öl dann rüberzubringen. Deswegen ist das Brent hier auch an der Stelle teurer. Wie können denn Trader nun darauf setzen, dass der Ölpreis noch weiter nach oben klettert? Ja, also Trader haben zum Teil schon drauf gesetzt. Das haben wir gesehen. Hier in dieser Region sind sie sehr stark long gegangen, als dieses Signal dann erreicht war. Im Endeffekt, Trader nutzen es dadurch, dass sie das mit Hebelprodukten machen. Das heißt, Produkte, die an der Bewegung überproportional partizipieren. Das heißt, da kann dann ein Barrel, das mal 3, mal 4, mal 5, ein Dollar, multipliziert werden und hat dann entsprechend einen Hebeleffekt, um durch diese Bewegung noch stärker daran zu profitieren. Also man nutzt ja in der Regel bestimmte Instrumente dafür, um dann eine Kursbewegung, wie hier zum Beispiel beim Brent, überproportional für sich zu nutzen. Also beispielsweise der Preis steigt um 1%, aber bei dem Instrument, das ich habe, steigt er um ein Vielfaches von 1%. Ja. Welche Instrumente sind das denn, die ich dann nutzen kann? Also wir sehen Turbo-Optionsscheine. Das ist ein Produkt, was häufig genutzt wird und auf der anderen Seite die Faktorzertifikate. Dann schauen wir uns die vielleicht auch mal beide an. Faktorzertifikate zunächst mal sind auch eine Möglichkeit, auf den Ölpreis zu setzen. Wie funktionieren die ganz grundsätzlich? Also beim Faktorzertifikat haben Sie immer einen sogenannten konstanten Hebel. Es gibt Faktorzertifikate auf der Long-Seite und auf der Short-Seite, also einmal auf steigenden Ölpreis und einmal auf einen fallenden Ölpreis. Also man kann in beide Richtungen spielen. Es gab auch in dieser Zeit durchaus einige Trader, die dann auf fallende Preise gesetzt haben. Und dann können Sie sagen, dann gibt es verschiedene Hebel. Beispielsweise, wir haben jetzt mal ein sehr spekulatives mit einem Hebel 10. Dann wird die Bewegung, die der Ölpreis macht, jeden Tag mit dem Hebel 10 multipliziert, also vervielfacht. Das heißt, wenn der Ölpreis 1% steigt, steigen Sie um 10%. Aber, und das ist ganz wichtig, über Nacht wird dieser Hebel immer wieder neu angepasst, dass Sie am nächsten Morgen auch wieder den Hebel 10 haben. Das funktioniert sehr gut in Trendmärkten, weil Sie dann eine überproportionale, also nochmal eine Verstärkung haben. Aber ganz wichtig ist, wenn der Markt beispielsweise 1% hochgeht und am nächsten Tag 1% runter, dann haben Sie mit einem Faktorzertifikat Geld verloren. Also das ist nichts für Märkte, die seitwärts gehen oder schwanken, sondern das ist wirklich was für konstante Trends. Aber wir merken auch bei Faktorzertifikaten, gerade bei Hebeln, wir haben 10, 12 im Angebot, das ist natürlich schon sehr spekulativ. Manche Trader kaufen das auch nur einfach für einen Tag und halten es einen Tag und verkaufen es dann. Einfach weil sie sagen, ich muss nicht lange nach einer WKN suchen. Ich weiß genau, mit diesem Produkt bin ich sozusagen zehnfach verstärkt
im Markt engagiert. Was ist denn bei den Turbo-Optionsscheinen anders? Bei den Turbo-Optionsscheinen habe ich eine sogenannte Knockout-Schwelle, also eine feste Schwelle. Wenn diese berührt wird oder unterschritten wird, dann verfällt mein Produkt wertlos. Und je näher ich diese Knockout-Schwelle an diesen aktuellen Kurs ransetze, umso höher wird dann mein Hebel, umso höher ist natürlich die Chance, dass ich überproportional gewinne, aber umso schneller kann es natürlich auch dann zum sogenannten Knockout kommen, das heißt zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Mhm. Mal ein ganz einfaches Beispiel angenommen, wir haben einen Ölpreis von 80 US-Dollar und wir würden ein sehr konservatives, sage ich jetzt mal, Turbo-Zertifikat nehmen mit einem Basispreis von 40 US-Dollar. Dann hat dieses Zertifikat einen Wert von der Differenz des aktuellen Kurses zu diesem Basispreis, also auch 40 US-Dollar. Mhm. Wenn jetzt, und Sie würden auch für 40 US-Dollar dieses Produkt in etwa erwerben, wenn jetzt der Ölpreis um 1 Dollar steigen würde, wäre der Neupreis 81 US-Dollar, gemessen auf Ihr Produkt, aber nimmt man jetzt die Differenz 81 zu 40, das heißt 41 US-Dollar wäre jetzt das Hebelprodukt. Das heißt, die Bewegung vom 1 Dollar ist natürlich doppelt so stark abgebildet, weil Sie nur 40 Dollar investiert haben. Also da habe ich dann Hebel 2. Und wenn ich natürlich immer spekulativer dran gehe, beispielsweise bei 70 bin, dann würde natürlich ein US-Dollar Anstieg schon bei einem Preis von 10 US-Dollar auf 11 Dollar einen 10%igen Anstieg bedeuten. Da habe ich also sozusagen schon einen viel stärkeren Hebel, als wenn ich 1:1 investiert wäre. Wobei, Sie haben ja gerade bei den Faktorzertifikaten gesagt, es gibt dann im Beispiel Hebel 10, diesen Hebel 10 jeden Tag. Das ist bei den Turbo-Optionsscheinen nicht so. Der ist vielleicht am Anfang 10, aber dann hinterher nicht, oder? Genau, also der Hebel, man muss sagen, für das eingesetzte Kapital bleibt er zwar irgendwo konstant, aber wenn man sich dann das Produkt anschaut, wenn es natürlich, je weiter der Ölpreis steigt, desto geringer ist dann dieser 1 US-Dollar dann noch beispielsweise anteilig, wenn wir jetzt wenn wir nochmal das Beispiel nehmen mit 40 US-Dollar als Basispreis, der Ölpreis würde jetzt auf 120 gehen, jetzt nur mal ein rein fiktives Beispiel, dann haben wir jetzt einen Wert, inneren Wert von 80 US-Dollar. Wenn jetzt der Ölpreis nochmal um 1 US-Dollar steigt, dann ist natürlich dieser 1 Dollar an 80 US-Dollar prozentual viel weniger, als er vorher an 40 US-Dollar war. Das heißt, je weiter das eigentlich mein Engagement in die richtige Richtung gegangen ist, desto geringer wird der Hebel. Mhm. Für die klare Trends spielen wollen, ist dadurch das Faktorzertifikat interessanter, weil ich jeden Tag wieder sozusagen mit neuem Einsatz mit dem gleichen Hebel reingehe. Für die sagen, ich habe eine klare Barriere definiert. Wir haben ja auch hier von den 76,43 gesprochen. Also wenn man sich hier irgendwo in diesem Bereich dann positioniert und sagt, wenn es darunter geht, möchte ich aus dem Markt raus sein. Mhm. Die profitieren dann einfach nur darum, wenn es ansteigt. Beim Faktorzertifikat kann es durchaus sein, dass wir, wenn wir beispielsweise in 1-2 Monaten höhere Preise im Öl haben, dass es trotzdem beim Faktorzertifikat zu Verlusten gekommen ist, weil wir halt Schwankungen gehabt haben. Das habe ich beim Turbo-Zertifikat in der Regel nicht. Da ist gar nicht so einfach zu bemessen, wie eindeutig ein Trend bei den Faktorzertifikaten sein muss, dass ich auch wirklich einen Gewinn mache. Gibt es da irgendwie eine Kennzahl? Gibt es da irgendwas, woran ich das festmachen kann? Also ganz wichtig, Faktorzertifikate, gerade wenn Sie einen hohen Hebel haben, ist nichts für längere Engagements. Weil wir sehen auch hier natürlich, auch in dieser Bewegung nach unten, haben wir immer Schwankungen nach oben gesehen. Und die können dann durchaus wieder dazu führen, dass wir am Ende ein Verlustengagement haben. Also das ist ganz wichtig. Es gibt keine Regel, wie lange. Aber man muss sehr stark dann sozusagen diese Produkte beobachten. Man muss also wirklich tagtäglich überlegen, soll ich das Produkt noch halten oder soll ich es verkaufen? Das macht es um einiges schwieriger als beim Turbo vielleicht. Aber wenn ich den richtigen Riecher habe, natürlich, wie wenn ich hier eingestiegen bin, habe ich natürlich noch viel stärkere Chance zu gewinnen, weil ich jeden Tag sozusagen mit gleichem Risiko wieder in den Markt reingehe. Deswegen sage ich mal, beide Produkte, das sind Hebelprodukte, da muss man sehr aufmerksam sein, die muss man tagtäglich verfolgen. Beim Faktorzertifikat muss man sich auch noch tagtäglich fragen, könnte es jetzt vielleicht seitwärts gehen und mal kurz korrigieren, weil dann muss man schon aussteigen, während ich bei dem Turbo sagen kann, solange ich guter Meinung bin, dass es nach oben geht und ich noch über meinem Basispreis stehe, bin ich jetzt vielleicht noch nicht so gefordert. Ja, damit sind wir bei den Risiken, die in der Tat alles andere als unerheblich sind. Wie groß sind sie? Was kann im schlimmsten Fall passieren und was muss ich wissen? Also der schlimmste Fall ist der Totalverlust, aber wohlgemerkt nur des eingesetzten Kapitals. Deswegen bitte auch hier mit geringeren Summen natürlich hantieren. Wenn ich einen 10er Hebel habe, dann brauche ich nicht mehr so viel Kapital, als wenn ich vorher 1:1 partizipiert habe. Also darauf sollte man achten. Man sollte natürlich darauf achten, das Brent wird rund um die Uhr gehandelt. Das heißt, es kann auch mal ausnocken, wenn ich nicht reagieren kann. Wenn über Nacht irgendwas passiert, beispielsweise wenn der Preis jetzt stark fallen würde, kann es sein, dass ich am nächsten Tag einen Totalverlust habe, auch wenn ich einen Stop-Loss im Markt habe, weil
Über Nacht wird es weitergehandelt und es wird auch über Nacht kann es auch sozusagen wertlos werden. Und last but not least sollte man sich natürlich auch das Rating des Emittenten anschauen. Ja, das ist wichtig, denn es handelt sich ja um Inhaberschuldverschreibungen. Im Falle einer Insolvenz bin ich eigentlich nur noch in der Position des Gläubigers und kann mich dann nicht auf die Einlagensicherung verlassen. Aber genau. Darüber werden ja auch die Käufer von Zertifikaten in der Regel auch informiert, so auch in diesem Fall. Matthias Hüppe, dann schauen wir mal, ob Ihr Beispiel 120 Dollar für Brent wirklich auch in der Zukunft noch fiktiv gewesen sein wird. Jetzt ist es fiktiv, aber die Entwicklung da bleibt spannend. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.